Kazubi Kasobo. Warte mal, ich habe hier diesen Spielstand mal. Hier, der Typ, von dem ich das Spiel offenbar habe. Ihr habt das Spiel gebraucht gekauft, ne? Damals. Und scheinbar hat er knapp 8 Stunden für gerade mal 9 Puzzleteile gebraucht. Keine Ahnung, wer das war, but he sucks. All because of Mumbo. Zwei Jahre sind nun vergangen, seit Banjo und Kazooie die böse Gotella zu Fall gebracht haben. Der Final Boss war, by the way, etwas shit. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrüßt man sie auf tief unter der Erde, wo sie bis zur Ehe diese Tage bleibt. 2 Jahre unter so einem Stein. Und klunkert nichts anderes, nur. Nicht gut. Herrin kann Fäfte heben. Hey, X-Gamer. Und hey, Shadowhunter. Güften helfen. Alf nur wegen Befruchtbär. Mumbo gut spielen. Hat viel Bares von Bär. Er hat recht, Kazooie. Da gilt dein Vogelfuttergeld. Das hat er nicht so sicher, Banjo. You fucking dickwad. Ey, schaut mal raus. Die Hexe Grunty, die kommt. Kazooie, ich sehe nirgends. Falscher Alarm. Bottles war wohl nur Einbildung. Wieso klingt Kazooie jetzt auf einmal so? Auf ein Spiel, wir haben heute Glück. Ich mag vor allem den Regeneffekt. Man merkt aber, wie der Regeneffekt im Vordergrund ist. Es ist der Tunnelgräber. Er untergräbt jeden, aber niemand untergräbt ihn. Um den Tisch zu wackeln. Und schlecht. Mumbo, nicht Tisch. Wackeln. Ganzes Haus. Wackeln. Vielleicht sollten wir mal jemanden draußen nachsehen. Ich glaube wirklich, es ist der Tunnelgräber. Das wäre auf jeden Fall mal ein Plot-Twist. Auf einmal ist da so ein fucking Erdmännchen-Mensch drin. Vor allem, wie geräumig das Ding ist. Wie so ein Clowns-Auto. Okay. Falscher Alarm. Sind nur Goblins. Beeil dich, Blubbelder. Euer Schwesterchen wartet. Ja, definitely Goblins. Böse wird. Mir runter, du Bus. Du Schweinebuggy. Hey, Kieber. Das hat aufgehört. Was war das wohl? Los, Kazooie, mal sehen, was du so rumgerumst hat. Aber draußen ist dunkel und da ist der Hackfleisch-hassende Zahacker. Mumbo, viel mutig. Ich gehe ihn schauen. Gleich zurück.
Du ein Trottel, was? Komm, Banjo. Hilf mir mal. Zoe, also bitte. Hey, Shiro. Ich mag Mumbo irgendwie. Ich weiß nicht warum. Mumbo ist so irgendwie der Haupt-Hop-Goblin. Und ihr den Sorgen muss haben. Ihre Schwestern helfen werden. Wenn der Grund ist, Kräfte verbinden wir müssen. Oder ihr nehmt einfach den fucking Bohrer. How about this? Ja, wenn ich mir nicht selber werden gleich nicht richtig vernichten. Super Bowl Geburtstag, alles Gute, mein Dude. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, danach hat niemand gefragt. Fucking Panties. Das große Goblin. Nein, nein, nein. Was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Du warst 2 Jahre unter einem Stein. Du hast literally unter einem Felsen gewohnt. Ego, ja, abgenommen, du hast... Du bist ein fucking Skelett. Will mein Körper, ich hasse Knochen. Will mir helfen? Ich muss darauf pochen. Ja, hey, wir haben also zurück zum Schloss, ey. Also Mädels, macht mich heil. Dann versohlen wir Banjos Hinterteil. Warte mal, Bud. Das nicht gut sein. Ich das sage in Banjo. Er macht dann kaputt Knochen. Ich hätte mal gesehen. Ihn wir müssen wegbritzeln. Überlasst ihn mir, ist kein Problem. Erst mache ich ihn platt. Dann zum Schluss. Wir gehen. Fireball. Hadouken! Alter, Gott ist aber voll der Hadouken-Spammer. Hadouken! Mumbo denkt sich, oh fuck you. Natürlich lebt ihn noch, was erwartest du? Hätte mein Vogelfort ist mir sicher, oder Banjo? Du hast kein Mogel, Kazooie. Das ist nicht. Das ist illegal. Alle rennen muss. Schnell, Grunti komm. Wieso ist Mumbo auf einmal Schwarzenegger? Geh du den Chopper! Es ist Grunti! Und jetzt braucht man sehen, wie dem Pelz dir das bekommt! Oh Scheiße. Spirit Bomb. Ja, ja, Schädelbube. Oh, ich wette, ich hätte 2 Köpfe. Nicht Witz. Seht. Zaubersbruch kommen. Gott, wieso wechsle ich mit dem irgendwie durch jeden... Ja, recht schnell alle raus, ey. Auf keinen Fall, komm her. Ich bleib hier sitzen. Tactical Nuke incoming, ey. Und die denken sich nur so, Jobs dann. Beeil dich, wir gehen müssen. Ich wie so Goblins. Warte, Schwestern, ganz auf die Schnelle. Bekam der Bär eine Riesenschelle. Oh geil, noch mehr Goblins. Das ist echt ein Clowns-Auto. Das ist nur so eine Box. Kompakter als man denkt, scheinbar. Wop, hör mir hin. Grunti, Alter. Nein, Klongo, nein. Du bleibst hier, doch komme ich bald zurück zu dir. Wir haben keinen Platz mehr in unserem Maulwurfsauto. Alter, die Frau hat mein Haus zerstört. Was ist mit der kaputt?
Mumbo, Kopf tut weh. Nicht unser Haus. Aber wenigstens sind alle noch herausgekommen. Außer der Maulwurf, I guess. Moment mal. Wo ist die Brennschlange? Alter. Oh, scheiße. Maulwurf nicht gut aussehen. Sogar schlimmer. Grunty hat den armen Bottles getötet. Das Spiel sagt sogar getötet. Wow, okay. Der Teil war sowieso nicht allzu beliebt. Kazooie! Entschuldigung. Grunty haben Haus zerstört. Und Bottles getötet. Sie bezahlen. Ich hole den Kalaschnikow. Du hol den Raketenwerfer. Wir machen Gott sein Prozess. Alle Hexe sind super so. Wie geht mir, Bench? Ich fürchte, es wird diesmal ziemlich anstrengend. Alter, ihr habt das Gefühl, Banjo kriegt jetzt schon Depression. Kazooie verdrängt das Ganze. Fucking Bottles ist tot. Es wurde jemand getötet in einem Nintendo-Spiel, ja. Das möchte ich nur mal so zu Protokoll führen gerade. Es wurde jemand in einem fucking Nintendo-Spiel getötet. Und es wurde zweimal gesagt, dass er getötet wurde. Ich meine, die Balls... Vor allem... Befreunde Bär und Vogel kommen. Wie hier. Mach kaputt, Mann. Ne, ohne Scheiß. Ne, vor allem, das ist nicht mal ein richtiger, normaler Tod. Der Typ wurde gegrillt. In Flammen zu sterben ist nicht unbedingt nice. Oder welche? Achso. Wow, geil, jetzt bringt mir seine Leiche Zeug bei. Ja, Mensch. Und ich meine, im zweiten Teil haben sie jetzt hier die Leben abgeschafft. Es gibt keine richtigen Leben mehr, sondern nur noch, ne? Unendlich continuous, basically. Hey, Karma! Oha, he's beefed. Klungo, Diener mit Demenz. Mal, das nicht voll Bär und Vogel. Haben meine Herren viel Schwierigkeiten gemacht. Das Gefühl, seine Sprachstörung wird mit jeder Cutscene schlimmer. Ja, voll befeuert. Dafür können wir nicht richtig reden. Na, was? Klügel trifft befeuert, voll. Es ist hier. Richtig so, Douglas. Crunchy. Scheiße. Clever Klungo, was steckt für? Ich hab gerade was ganz anderes gelesen. Du bist trockfüßendes. Damit kriegst du mich bestimmt. Alter. Scheiß Doping. Doping für die Haare. Nicht, dass er noch welche hätte. Nice moves. Und er blutet Honig. Hier, Bärvogel, weil wir haben Klungo. Was ist es so? Lauf doch einfach weg und wir vergessen das Ganze. Na, gute Idee. Und Klungo haben wir hier gefeden vom Feden mal. Klungo, alle Ehre, den bitte straf Klungo beften. Hat er jetzt gesagt, man soll ihn mit dem Besen be...
Meine Güte, ich guck mir gerade mal nur so an, wie die hier offenbar gefahren sind. Meine Fresse, und mir sagt man, mein Fahrstil wäre grauenhaft. Alter. Vor allem das Schlimmste ist, ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, wieder so den N64-Controller in der Hand zu haben. Das ist für mich das Schlimmste. Sich daran wieder gewöhnen. Dann kann ich vielleicht... Nee, da habe ich den Z-Knopf nicht. Ich muss also mich irgendwie dran gewöhnen, das Ganze richtig zu halten. Das ist echt nicht easy. Ich sag's euch, das ist, ne? Oh, mal gucken. Oh, meine... Ich meine, wie klinge ich am besten als der Typ, ohne gleich wie Hitler zu klingen? Das könnte ein Problem werden. Da muss ich mir was einfallen lassen. Erstmal mit dem Besen klatschen, so in etwa. Jigger links. Ist einfach nur ein Ultralord Jinzo. Wer hat den eigentlich zum König ernannt? Nun, was gibt es? Ich bin König Jiggling. König aller Jinjos. Ja, geh doch weg. Dein Reich wird etwa... mein Volk wurde von diesen Hexen oder hier riesigen Maschinen in alle Winde verstreut. Eigentlich genieße ich ja die Ruhe. Aber ich brauche sie für das Steinballturnier nächste Woche. Nicht allzu wichtig. Doch und wie. Es herrscht eine große Rivalität zwischen den Jinjos und den Maulwürfen. Wenn ich auftauche, könnte das Probleme geben. Oh, weia. Genau, aber hier nur ein Anreiz für die Rettung meines Volks. Gold! Okay, jetzt reden wir Klartext. Ich glaube, du solltest, weißt du, Puzzolo in seinem Tempel aufsuchen. Puzzle wer? Puzzolo. Puzzolo. Puzzlebimbo. Anführer eines uralten Geheimordens, der die Mysteriekräfte des Kristallpuzzolos anbetet. Uralter Orden? Kristallpuzzolo? War ja nicht gerade erfunden, oder? Nein, ehrlich, das ist alles wahr. Das ist sehr wichtig für eure Abenteuer, denn nur ein Kristallpuzzolo kann die Welten öffnen, die ihr betreten müsst. Kannst du den Weg zeigen, König Dingdel-Ding-Dong? Wäre mir eine Ehre. Los, mein Schnörgi. Hey, Chris. Vor allem, ich fände es interessant, dass es heißt, so von wegen Rivalität mit den Maulwürfen. Die Bottles-Familie lebt literally direkt neben euch. Fast direkt neben diesem Palast. Nicht schlecht für einen König, was? Ja, sein komisches Haustier-Ding war cool. Suchen wir diesen Puzzle-Fritzen. Unterdessen ist ein Panzer eine fucking Wand hochgefahren. So wie das aussieht. So, auf jeden Fall wissen wir jetzt, was die 2 Jahre gemacht haben. Los, Mädels, die Zeit ist rar. Ich werde ihn nun mal wahr, von Schnürgenhörgenler. Dann rein mir sie nerven, hör auf, oder will ich nicht sagen. Oh. Meinetwegen. Wow, wirklich. Bob. Bio-Beamer. Lebensenergie aus Erde, vielleicht so Wesen ersaugt. Basically, was Goku immer macht. Lange duschen wird Granty wegen Tank ist voll. Dein neuer Körper, du wirst haben. Ich ehrlich, ja nie ein richtiger Plan. Wie lange wird es dauern, bis der Tank voll ist? Irgendwie hat das nicht mehr denselben Charme. Bleib in die Bilder so. Wow. Fang an zu ballern. Geduld haben, der gefunden werden muss. Also, fang an, Jiggling, gab dem Pelz hier gerade ein Puzzler.
Sollten wir mal dem Ginger-König abballern? Hey, Seraph. Hol uns unsere Boppert-Knopf. Du musst drücken. Zack! Das Ding hat nur zwei Knöpfe. Suck and blow. Und ich sollte das eigentlich nicht so witzig finden. Ja, er startet. Mach mich. Suck. That's a good suck. This is a good suck if I ever see one. Bubba getroffen. Lebensenergie jetzt. Er jetzt stiehlt. Pech, Bob hat gehabt. Bär, wir haben verpasst. Suck. Ja, ich stehe jetzt um den Verräter, Jiggerling. He got the suck. Er ist jetzt ein Zombie. Er wurde zum Zombie. Und sein Vieh wurde zum Sofa. Erfolg, Bob hat den Jiggerlings Lebenenergie wird jetzt haben. Gut, Mädels, lasst uns die ganze Insel abballern. Wir können, wenn Bob aufgeladen. Stunden etwa dauern, um Bär sich rächen. Ich habe gehört, Bär hat Kalaschnikow. Okay, gut. Jetzt, wo der Maulwurf und Jiggerling weg sind, steht er alleine da. Er wird uns nie rechtzeitig finden. When you nut, but you keep sucking. So in etwa. Das ist basically the... Vor allem Banjo steht genau daneben. Das ist das Witzige, man kann sich das jetzt tatsächlich angucken. Das Schöne ist, der Typ ist unverwundbar. Ein unverwundbarer Mega-Zombie. Du kannst ihn schubsen, aber er ist unverwundbar halt. Und du kannst dich auf... Du kannst nicht auf seine Couch. Ach, schade. Seine Couch, wo mal sein Haustier war. Mega-Zombie-Lord. Ich meine, das ist, dieses Spiel fängt echt fucking düster an. Muss man ja mal sagen. Ist echt nicht in Erinnerung, dass es so fucking düster anfängt, ey. Oh shit, ich habe ja gar nichts an Federn. Yay, goldene Fee. Oh ja. Bottles House. Sie haben sogar ein Riesenbild von Bottles. Hallo Banjo, wie geht's uns denn heute? Ziemlich gut, Frau Bottles. Und Ihnen? Oh, sehr gut. Was ist Ihnen von der Geisterbubi? Der Stickersohn. Wie bitte? Geht's Bottles gut? Er sollte rechtzeitig zum Essen von Spiral Mountain zurück sein. Er verpasst keine Mahlzeit, wie ihr wisst. Er kommt bestimmt bald zurück, Frau B. Wow. Was würde passieren, wenn ich Ihnen sage, dass Ihr Mann von einem fucking Kamehameha getötet wurde? Guck mal, wir haben Dead Force Gemini gemacht. Habe ich, by the way, nie gespielt. Hallo, Benjo. Hey, Lumpi. Weil mein Papi so gute Freunde sei, gebe ich dir diese Prototyp-Brille von der... Okay. Zufälligerweise mit seiner Arbeit fertig geworden. Oh ja. Vor allem ist er eine Donkey Kong-Puppe. Und wenn Banjo durchschaue, drücke zum Wegzoom. Nicht schlecht, Mann. Echt? Tatsache. Ei, Karamba, ich wusste gar nicht, dass das ein Feature ist. Oh boy, oi, oi. Hm? Einsam, Blumenzeug. Ja, so in etwa. Oha! Oha, Rare! Also, ne? Oh, Banjo.
Hey, Classy. Aber wir spielen nächste Woche mit dem Steinballturnier im Maios-Stadion. Organisiert, weil er doch so ein Held ist. Ich hab nicht zufällig noch einen Ersatzspieler. Alter! Aber wir sind so der Beste im ganzen Team. Ich bin mir sicher, es war dass der Tunnel dort drüben mein Geheimausgang aus diesem Dorf ist, praktisch, nicht wahr? Das wissen wir schon. König Dingeling ist ein persönlicher Freund von uns. Er ist extra für uns geöffnet. Nett. Das größte Problem ist echt noch hier, mich jetzt an den N64-Controller zu gewöhnen. Ich bin beim Stream. Echt, in World of Warcraft gibt es jetzt eine neue Rasse? Aber nur dezent tot, so in etwa. Lass den jungen Waifu anbeten, jedem sein Stick. Ja, davon mal abgesehen. Ja. Acht neue Rassen? Alter. Ich will über den Vorteil sein mit. Hat Spaß zu machen. Was krieg ich von dir zu meinem Geburtstag? Diesen Stream, I guess? Ruka? Vor allem, du hast auch Geburtstag? Meine Güte, wer denn? Habt ihr alle heute Geburtstag? Auch dir alles Gute zum Geburtstag dann. Ja, jetzt 19. Ach, du bist ja noch unter 20. Ach, Mann. Du bist ja noch jung. Wie so ein alter Sack wie der Schoschmann hier. Sei gegrüßt, oh auserwählter Spongo. Hat auch heute wieder... Meine Güte! Was habt ihr heute alle Geburtstag? Und hey, Lini. Na, nächstes Jahr bin ich schon 27. Ich alter Sack, ich. Ich weiß. Ich weiß, wie Puzzles funktionieren. Ich glaube, es gibt hier in dem. In Banjo-Tooie gibt es sogar, glaube ich, wenn man später zu Banjos Haus zurückgeht, gibt es auch solche Puzzles? Nur, dass man die Scheiße tatsächlich drehen muss und auf Zeit, aber es bringt irgendwie überhaupt nichts. Gott, alle haben so heute Geburtstag. Pass auf, dafür gibt es jetzt einen Geburtstagslaser. Siehe die Gemacht des gewaltigen Geburtstags. Dann nochmal einen Cheat freischalten, wo man zur Waschmaschine wird. Falsch. Das ist kein Cheat. Das ist eine random Chance, dass Mumbo dich einfach wahllos in eine Waschmaschine verwandelt. Das kann ganz random passieren einfach, wenn du dich in irgendeine Verwandlung verwandelst. Nicht genügend, kehre zurück, wenn fucking... Sabbel mir nicht die Ohren voll, hau ab. Meine Güte, dieser... Der zweite Teil hat echt eine Menge Dialog am Anfang. Hey, Schusch, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar, je nachdem, was euch lieber ist, würde mir sehr helfen. Und alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal,
findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Morgen.